Keine Ahnung mehr, wie man so ein Video hier dreht. Das ist jetzt hier wieder mein erstes Sit-Down-Video. Aber willkommen zurück auf meinen Kanal, heute mit so einem Video. Und zwar habe ich 2022 ein kleines Projekt für mich gehabt, und zwar das neue Birdle Journal rauszubringen. Das für nächstes Jahr, also für 2023, oh meine Güte. Ich wollte nicht nur das Buch rausbringen, sondern so ein kleiner Traum, den ich schon immer hatte, war ein kleiner Online-Shop. Und ich habe mir dieses Jahr dann direkt auch noch einen kleinen Online-Shop in der kreativen Ecke aufgebaut, und zwar auf Etsy. Also ihr könnt da sehr gerne mal vorbeischauen, denn auch dort gibt es das neue Birdle Journal zu kaufen. Birdle Journal. Es hat eine weiße Ringbindung und es ist doch ein bisschen anders. Also ich habe diesmal geschaut, dass es so mehr nach Normia aussieht natürlich, und ich glaube, viele wissen, dass ich so ein Pflanzenfanatiker bin. Ich liebe Pflanzen, ich liebe Grün. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist so ein kleines Bändel in Grün mit Pflanzen drauf. Hier sind überall so kleine Pflanzendoodles drauf. Und auch das ganze Birdle Journal hat so in drin so ein bisschen das Layout mit Pflanzen. Zu meiner Geschichte mit dem Birdle Journal empfehle ich euch einfach mal zu dem Video von vor einem Jahr vorbeizuschauen. Da erzähle ich euch die ganze Geschichte auch mit Mara zusammen, weil letztes Jahr habe ich das zusammen mit Mara rausgebracht. Falls ihr das Birdle Journal letztes Jahr auch schon hattet, dann werdet ihr merken, dass der Aufbau relativ ähnlich ist. Also auch die Wochenübersichten sehen doch sehr ähnlich aus. Ein bisschen abgewandelt, aber sehr ähnlich. Das liegt daran, ich stand natürlich trotzdem weiterhin in Kontakt mit Mara und habe mit ihr das ein bisschen abgesprochen und habe dann mit ihr zusammen entschieden, dass wir das auch einfach so weiterhin beibelassen, weil wir gemerkt haben, das klappt einfach, das funktioniert. Das haben wir uns ja nicht umsonst schon so ausgedacht, und deswegen sieht es immer noch so ähnlich aus. Wie auch letztes Jahr ist das Birdle Journal wieder schwarz-weiß gehalten. Das hat zwei Gründe. Zum ersten, es ist günstiger, sonst müsstet ihr das Buch wahrscheinlich für, keine Ahnung, 30, 40 Euro verkaufen. Und zum zweiten, man kann kreativ sein, man kann kleben, malen, keine Ahnung was. Also man kann alles machen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, auch wie letztes Jahr schon. Und ja, deswegen wieder alles in schwarz-weiß. So, dann kommen wir mal wieder zum Aufbau. Ich werde das Video wahrscheinlich ähnlich aufbauen wie das vom letzten Jahr. Und da kommen wir jetzt zum Aufbau von dem Bootschuh. Und zwar das Cover, wie ich schon sagte, ist ähnlich wie das vom letzten Jahr. Das liegt einfach daran, weil ich immer noch Papieroptik super, super liebe. Ich habe es, wie gesagt, nur ein bisschen angepasst auf das, was drin ist. Letztes Jahr war ja dann doch mehr mit Sprache und mit Doodles und so, und dieses Jahr halt nicht. Wenn man die erste Seite aufschlägt, nicht wundern, hier sind so ein Post-it noch drin, habt ihr hier meine Social-Media-Seiten, und hier drüben dann hat man dann wieder dieses, an wen es zurückgehen soll, das Buch, wenn man es doch mal verlegt hat. Dann sind die nächsten Seiten wieder Texte, einmal über mich und einmal über das Birdle Journal. Ich habe mich so schwer getan, das war das Letzte, was ich machen musste. Texte schreiben ist irgendwie gar nicht so mein Ding. Die nächste Seite sind einmal 23 Ziele im Jahr 2023. Da habe ich das Design auch geändert. Und das Design, also diese Idee hatte ich letztes Jahr schon, aber dann hat dann unser Sparglas gewonnen. Und hier ist es jetzt ein Sparbäumchen. Also hier kann man, dasselbe wie letztes Jahr eigentlich, hier kann man in den Schein auch einfach was reinschreiben. Man kann aber auch den Baum nach und nach einfach weiter ausmalen. Also da kann das auch jeder machen, wie er das möchte, was er da reininterpretiert. Die nächste Seite ist dann ein Vision Board. Das hatten wir auch letztes Jahr. Habe ich auch einfach vom Design her nur ein bisschen geändert. Aber ist an sich auch alles so geblieben. Was sich gar nicht geändert hat, sind die Monatsübersichten. Also die sind eigentlich genauso geblieben. Außer dass ich halt das Kalenderblatt immer geändert habe natürlich, weil neues Jahr. Und dann gibt es wieder eine Bibliothek und eine Videothek. Also ich finde die beiden Seiten ja super wichtig. Also gerade für mich die Bibliothek, muss ich sagen. Diesmal habe ich das wieder anders gestaltet. Also die Videothek-Seite gab es letztes Jahr nämlich auch schon als Entwurf. Wir haben uns dann aber für das andere erstmal entschieden. Und da habe ich schon gesagt, dann können wir das andere einfach nächstes Jahr nehmen. Und bei der Bibliothek, da habe ich auch schon eine coole Idee. Ich möchte dann die Cover immer hier so einkleben oder draufmalen, je nachdem. Und deswegen habe ich es diesmal so probiert. Und meine Schwester meinte zum Beispiel auch, ich soll mehr Bücher reinmachen, nicht nur, ich glaube, 12 Stück hatten wir letztes Jahr. Jetzt sind das doch ein bisschen mehr. Ich habe aber auch gemerkt, ich schreibe bei mir auch gerade noch so mit dazu, weil 12 dann doch etwas wenig waren, weil ich dieses Jahr dann doch etwas mehr gelesen habe. So, dann kommen wir zu dem Deckblatt immer von dem Monat. Und zwar sind die eigentlich ganz genauso aufgebaut wie auch in dem letzten Birdle Journal. Also wirklich haargenau. Ich habe nur wieder die Kalenderblätter wieder aktualisiert, dass die halt zu dem Monat natürlich passen. Aber ansonsten sind die genauso wieder aufgebaut. Ich muss auch sagen, es hat mir super gefallen. Man konnte halt richtig gut hier noch seine Ideen einbringen, wie man den Monat gestalten möchte. Und deswegen fand ich das einfach so auch immer noch gut.
Dann habe ich die Finanzenseite jetzt anders gemacht. Wir haben ja an dem alten hatten wir eine Doppelseite dafür. Diesmal habe ich jetzt nur eine einzelne Seite gemacht. Also für mich persönlich reicht das. Ich werde da Feedback bestimmt dann auch von euch bekommen, ob das euch gerettet oder nicht. Auf jeden Fall kann man das jetzt hier aber auch einfach eintragen, wie man möchte. Also kann jeder machen, wie er will. Zum Beispiel hier kann man sowas wie Einnahmen reinmachen, hier kann man sowas wie Ausgaben reinmachen, sonstiges oder wenn man irgendwo Depots hat oder keine Ahnung, irgendwo Geld angespart hat oder sowas, dann kann man das alles noch hier mit eintragen. Und auf der nächsten Seite haben wir den Habit Tracker, der hat sich gar nicht geändert. Also der ist genauso geblieben wie bei dem letzten Buch, weil ich das auch so eigentlich super gut finde. Die nächste Seite, das ist jetzt was komplett Neues. Und zwar sind ja die Sprachenseiten und die Doodle-Seiten jetzt in dem Buch weggefallen. Also die gibt es hier gerade nicht mehr. Das hätte ich jetzt allein einfach von der Zeit her überhaupt nicht geschafft. Dieses Mal gibt es aber einen Meal Planner. Das finde ich so cool. Also ich finde das wirklich richtig cool. Da freue ich mich schon richtig drauf, das zu benutzen. Je nachdem, wie viele Wochen halt ein Monat hat, gibt es dann halt auch diese Meal Planner. Und die hat man von Montag bis Sonntag unten noch was benötigt wird. Also wenn man noch was Kleines einkaufen muss dafür. Und ja, darauf freue ich mich schon. Kann man, wie gesagt, auch verwenden, wie man möchte. Ich habe nur zwei Spalten, weil ich doch beim Rumhören gehört habe, dass die meisten eher nur eine große Mahlzeit am Tag essen. Das andere sind alles so Snacks. Und so kann man sich das auch einfach einteilen. Also jeder kann das natürlich auch machen, wie er da möchte. Und dann geht es schon zur Wochenübersicht. ja, hier auch, wie gesagt, wieder so viele Wochenübersichten, wie viele Tage, Wochen der Monat hat. Ist wie mit dem letzten Bullet Journal, um Papier zu sparen. Wenn der Monat angenommen an einem, was weiß ich, an einem Freitag oder Donnerstag endet, dann könnt ihr das Wochenende hier noch mitnutzen und könnt dann in dem nächsten Monat dann anfangen, die neue Woche dann zu starten. So, also das haben wir wieder so gemacht, ist aber auch nochmal vorne im Text erklärt und ich habe das, glaube ich, im letzten Video auch nochmal ausführlicher erklärt. Also da könnt ihr sehr gerne auch nochmal vorbeischauen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Freiraumseite. Die haben wir in dem letzten, heißt sie Dankbarkeit. Und hier habe ich sie jetzt Freiraum genannt. Also hier sieht man auch wieder schön mit Pflanzen dekoriert. Ich habe sie diesmal Freiraum genannt. Einfach, da kann man auch seine Gedanken nochmal hier zusammenfassen. Man kann nochmal Notizen schreiben, die man irgendwo anders vielleicht nicht reinbringen wollte. Man kann Planungen machen oder so. Also ich mache das auch komplett frei. Ich mache mal das, mal das, mal das. Also je nachdem, wofür ich die Seite einfach gerade für mich brauche. Man kann hier wieder kleben, malen. Also man kann sie doch selber gestalten, wie man mag. So, die Speicherkarte war voll. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Ja, die letzten Seiten sind, wie bei den letzten Bullet Journal auch schon, die Danke- und die Impressumseite. Schön, dass die Speicherkarte kurz davor leer gegangen ist. Ja, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, ihr könnt ab sofort unten gerne mal auf den Link klicken. Da findet ihr meinen Etsy-Shop und da ist direkt das Bullet Journal verlinkt. Ihr könnt da gerne auch so mal stöbern. Also ich habe noch so Sticker, ich habe auch hier diesen Schmuck, den ich auch gern trage oder meine Schwester. Und da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Das Ganze ist aber unter Vorbestellung. Also da steht zwar da, ich kann das ja doch bei Etsy irgendwie nicht einstellen. Wenn doch, dann schreibt das sehr gut in die Kommentare. Ich bin noch ziemlich neu. Aber da steht jetzt da, ich glaube, Mitte des Monats oder so, dass ich es senden würde. Natürlich läuft es über Vorbestellung, das steht aber auch im Text in der Beschreibung drin, dass ich bis zum 30. die Vorbestellungen annehme und danach erst der Druckauftrag losgeht. Also ich werde erst Anfang Dezember versenden können. Aber ich versuche, dass es auf jeden Fall vor Weihnachten dann bei euch ankommt. Ich danke euch auf jeden Fall für die Unterstützung und ja, dann bis zum nächsten Mal. Es kommt auf jeden Fall ein Vlog online mit Maya. Da sind wir gerade auch fleißig am Drehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.